Herr Menzen, ich vermute, auch in der sozialen Arbeit wird die Kunsttherapie gefragt. Ja, da haben Sie recht. Die Kunsttherapie der letzten 30 Jahre hat sich schwerpunktmäßig in Richtung einer klinisch orientierten Kunsttherapie entwickelt. Parallel wurden aber Kunsttherapeutinnen und Kunsttherapeuten immer mehr in der sozialen Arbeit nachgefragt. Ja, zum Beispiel in der Schulsozialarbeit oder in Mutter-Kind-Häusern, in Frauenhäusern, in integrativen Kindergärten, in der sozialpädagogischen Familienhilfe, in Alten- und Pflegeheimen, in der Alkoholikernachsorge sind sie sehr häufig anzutreffen, in Jugendzentren, in therapeutischen WGs vieler Art, in der Strafgefangenenhilfe. Also wir finden tatsächlich die Kunsttherapie im sozialen Bereich und theoretisch ist dort auch einiges geschrieben worden. Ich selbst habe ja in neuerer Zeit ein Buch verfasst über die Kunsttherapie in der sozialen Arbeit. Das ist vor einiger Zeit herausgekommen. Aber wir haben berühmte Menschen, die darüber geschrieben haben. Eine Edith Kramer hat uns aus Amerika vielfältige Bücher geliefert über das, was sie in der Bronx mit den Jugendlichen getan hat, mit künstlerischen Mitteln. Die US-Amerikanerin Violet Oaklander hat dies getan. Auf der deutschen Seite war es Renate von Schnakenburg, die uns immer wieder gesagt hat, wie wichtig die Kunst, die künstlerischen Hilfsmittel in der Arbeit, in der sozialen Arbeit seien. Aber theoretisch am prägnantesten war es wohl Pierre Bourdieu, der bis in unser Jahrhundert hinein gelebt hat und der zunächst mal die erfolgreiche Durchsetzung eines vorherrschenden Geschmacks- und Lebensstils beschreibt. Er beschreibt diesen Lebensstil, er beschreibt diesen Kampf um diesen Lebensstil als Kulturkampf. Er sagt, dass wir in unserer Kultur Wahrnehmungskategorien lernen. Wir verhalten uns in einer bestimmten Weise und nicht anders. Und wer sich daneben benimmt, Zitat Anfang und Ende, der wird auffällig. Pierre Bourdieu, dieser französische Kulturtheoretiker, hat uns etwas Wichtiges gesagt, dass wir in den Lebensäußerungen unserer Patienten, die mit einem Leiden zu uns kommen, Strukturelles aufsuchen können. Nehmen wir doch einmal ein Beispiel. Ich nehme dieses Beispiel aus einer Vorlage von Anne Schmees aus Wien. Anne ist eine Künstlerin und Anne hat erfolgreich mit Frauen gearbeitet, die dabei waren, von der Psychiatrie erfasst zu werden. Sie waren zunehmend verwahrlost. Und Anne hat, als sie dies bemerkte, sich um diese Menschen gekümmert. Sie hat ihnen geholfen, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bringen. Wie hat sie das gemacht? Und ich würde Ihnen gerne dieses schildern. Sie hat, weil sie nachbarlich zusammen waren, zunächst mal vorgesprochen. Dann hat sie bemerkt, dass dort eine Menge im Haushalt in Unordnung war. Und dann hat sie mit den Schwestern, mit diesen Frauen, sich an einen Tisch gesetzt. Und dann haben sie angefangen zu zeichnen. Sie haben ihren Lebensumstand, ihre Umstände, ihren Haushalt, ihre häusliche Struktur aufs Papier gebracht, da sitzend auf den Stühlen an diesem Tisch. Sie haben sich selbst gezeichnet. Sie haben die Küche gezeichnet, die Regale, die Tische, die Anordnung der Speisen. Sie sind auf den Markt gegangen. Sie haben geschaut, wie geordnet die Früchte da liegen. Sie haben die Früchte in ihre Küche gebracht und haben sie wieder gezeichnet. Auf der Reihe, in den Regalen. Und so langsam entstand
über das Zeichnen, über den künstlerischen Einsatz von Anne Schmees entstand ein geordneter Haushalt. Entstanden Kleiderschränke, in denen die Kleidungsstücke der Frauen geordnet dahingen. Entstand eine Küche, die nicht mehr aus Wirrwarr bestand und nicht mehr stank, weil man einiges vergessen hatte. Sie sehen, die soziale Arbeit hier jetzt nur an einem ganz kleinen Brennpunkt, vielleicht in einem Randgeschehen, mal aufgefächert. Sie sehen, dass der künstlerische Einsatz in der sozialen Arbeit sich durchaus lohnen kann. Und Sie sehen, dass Pierre Bourdieu, dieser französische Soziologe, vielleicht recht hat. Der beschreibt, wie wir in ästhetischen Kategorien in einer Umgebung, die bis ins Letzte ästhetisch strukturiert ist, leben. Bourdieu verwendet den Begriff Habitus, sozialer Raum, soziales Feld. Er entwickelt eine Kulturtheorie und in dieser Kulturtheorie beschreibt er, wie wir uns selbst strukturieren, wie die Ästhetik eine Basis ist für die Struktur unseres Lebens, eines Lebens, das gewinnbringend ist und das lebenswert ist. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen und alle, die von Ihnen Kunsttherapie betreiben, sich künstlerisch mit Klienten und Patienten im sozialen Bereich, nennen wir sie Klienten, aufhalten, Sie können mir bestätigen, dass der Umgang mit der Kunst, dass die neue Ordnung des kulturellen Habitus, der kulturellen Umgebung heilsam sein kann für unsere Patienten. Herr Menzen, wir haben jetzt so viel über Kunst und Therapie gehört. In welchem Verhältnis steht denn Kunsttherapie und Kunst? Ja, das ist eine wichtige, aber ich muss zugeben, auch nicht ganz leichte Frage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die künstlerische Begleitung in zum Beispiel klinischen Prozessen hat uns etwas gelehrt. Sie hat uns gelehrt, dass die Bilder unserer Patienten, wir hatten schon darauf hingewiesen, einen formalen Aspekt haben, das heißt, sie sind in einer bestimmten Weise geordnet, Vordergrund, Hintergrund, oben, unten, links, rechts, Farbe, farbliche, perspektivhafte, formhafte Akzentuierung. Sie haben einen formalen Aspekt, aber sie haben auch einen ästhetischen Aspekt, einen ästhetisch-inhaltlichen Aspekt. Das heißt, sie drücken etwas Bestimmtes aus. Und wir lernen mehr und mehr, explizit seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, seitdem die Psychoanalytikerin Yolande Jacobi uns das gesagt hat, eine Schülerin, Lehranalysantin und später Psychotherapeutin von Carl Gustav Jung. Sie hat uns gesagt, dass wir aus den Bildern lernen können, aus den formalen und aus den inhaltlichen Aspekten der Bilder, dass die Form und der Inhalt etwas über den Patienten aussagen. Es war um 1900 Wilhelm Worringer. Er lebte von 1881 bis 1965 und er hat gesagt, es gibt so etwas wie ein psychologisch-ästhetisches Begreifen des Bildes. Und er hat gesagt, wir müssen die Bilder auch unter psychischen Gesichtspunkten anschauen. Und kein anderer als Ludwig Wittgenstein hat etwas Ähnliches betont. Er verglich Sprache und Bild. Er sagte, ein Maler kann Farbflecken so setzen, dass sie in derselben Relation stehen wie die entsprechenden Elemente in einer Landschaft und wie die Wörter
zueinander die Sätze bilden. Was da Anfang des letzten Jahrhunderts gesagt wurde, hat sehr schnell in die Interpretation und in den Umgang von Kinderzeichnungen Eingang gefunden. An sogenannten Kunsterziehertagen wurde das diskutiert, wie das Kind zunächst kritzelt, dann abstrakt realistisch sich darstellt, dann visuell realistisch der Welt immer näher kommt und später weltkritisch darstellerisch mit den Elementen seiner Wahrnehmung umgeht. Wir haben gelernt, Kinderzeichnungen zu lesen. Und wir haben gelernt, es entsprechenden entwicklungspsychologischen Phasen der Kinder zuzuordnen. Was haben denn die Künstler, das ist ja Ihre Frage, was haben denn die Künstler dazu gemeint? Um 1910 war es Cézanne, der für uns etwas befremdlich gesagt hat, lasst doch alle Gefühle draußen. Gefühlsfärbungen können mitunter etwas verstören. Und dann kamen aber andere. Dann kam ein Wassily Kandinsky und dann kam ein Johannes Itten und ein Paul Klee. Und sie haben uns gesagt, wir können Bilder lesen. Wir können Bilder lesen, so wie sie formal ästhetisch und inhaltsästhetisch aufgebaut sind. Und gerade diese Gruppe um Kandinsky hat uns die formalästhetische Betrachtung von Bildern, ich denke an seine Komposition 4, beigebracht. Er hat uns nahegebracht, sie lesen zu können nach ihren Farben und Formen. Und um die Jahrhundertwende war es ein Edvard Munch, der gesagt hat, wir haben eine Möglichkeit aus dem Bauch heraus, Bilder zu sehen und wir können darüber nachdenken. In Munchs Bildern werden Farben und Formen zu bildnerischen Äquivalenten psychischer Regungen. Da sitzt dieser depressive Mensch in seinem Bild Melancholie 1891 und er schaut in das Meer hinaus und es ist eine unglaublich expressive Kraft in diesem Bild, in der ein neurotisches Symptom, eine Depression sichtbar wird. Wir lernen, gerade die moderne Kunst ist nicht einer Meinung. Der eine Teil glaubt, dass die Gefühle uns auf Abwege führen und der andere Teil glaubt, dass wir gerade aus der Bildkomposition die psychische Beschaffenheit des Menschen erkennen können. So war es gerade ein ganz moderner Child Twombly, geboren 1929, der sagte, jede Linie ist die tatsächliche Erfahrung mit der ihr angeborenen Geschichte. Er sagt, ich zeichne, ich bringe etwas aufs Papier und das hat was mit meiner Geschichte zu tun. Sie illustriert nicht, sie ist die Empfindung ihrer Verwirklichung. Das, was ich da aufs Papier setze, das hat mit meiner Geschichte zu tun. So lernen wir, dass die Kunst und die Kunsttherapie tatsächlich in einem sehr engen Zusammenhang stehen.